mal, wenn ich beziehungsweise jetzt es gibt wahrscheinlich genügend Leute, die es trotzdem machen, aber das wäre jetzt nichts für mich. Ja, für mich wäre es, ja, wenn dann auch so, genau, so die Gelegenheitsnummer. So ein Mittwoch mal. Was ja gut ist, ich mag ja solche Spiele, ja, genau. Ist ja hier im Prinzip auch so, außer dass man hier noch ein bisschen mehr flucht. Nein, ich habe noch nicht bei mir im Discord, übrigens, bei mir im Chat ausgezeichnet. Discord, da kommt ihr bei mir auf den Discord. Könnt dann auch in den Foodporn reinschauen und sehen, was Blackie ist. Und nein, Blackie, ich habe auch dort noch nicht geschaut. Schon aus Prinzip nicht, aber ich werde dann nachher definitiv mal mein heute abfotografiertes Mittagessen reinstellen. Einfach nur aus Prinzip. Ah, für den Scout 800 ein Upgrade erhalten. Oh, sehr gut. Was? Erhöhung. Erhöhung. Ah. Toll. So. Jetzt muss ich hier wieder zurück irgendwie, um dann darüber zu kommen. Ich bin fast hinter dir, also. Ich plane gerade, wie ich da am besten durchfahre. Mit meinen 57 Literchen. Hast du zufällig eine Wäscheklammer? Nein, nein, nein. Wegen der Nase, dass das Wasser nicht rein. Ich bin einfach irgendwie aus dem Weg gefahren. Ich habe keine Ahnung. Aber dafür habe ich doch jetzt die Erhöhung geholt. Jetzt kannst du die Nase hochhalten. Ja, ich komme aber mit dem großen Ding. Das ist natürlich schwierig. Also mit dem Fliegenstau. Ja, den habe ich ja auch. Achso. Bevor ich da rein war, gucke ich nochmal. Ach du Kack. Ich kann ihn schon sehen. Naja. Ja. Versuch's so. Wir werden sehen. Einer wird schon hinkommen. Das fährt sich hier, als hätte man die Handbremse noch angezogen. Oh ja. Volle Ladung rein und ich bin da. Und einmal bergen. Ja, klar. Hast du gekriegt, ja? Sehr gut. 265 Liter Kraftstoff. Nice. Mal gucken. Mal. Problem ist, ich hänge jetzt hinter dir auch hier irgendwo in diesem Sumpf. Und ich habe sogar schon einen der großen Motoren für die Kiste. Wenn wir durchkommen. Irgendwie war doch hier drüben auch noch mal was. Da war der Fleetster. Wo war denn? Gott, hier liegen schon wieder Ölfässer. Im Wasser, wenn ich das schon wieder sehe. Was sollen die ja die Umwelt denken? Jo. So. Na, aber stellen wir erstmal ab. Das macht alles keinen Sinn von hier aus. Nee. Bestenfalls da drüben der glücklose Anger. Aber was ist das da? Das ist doch auch noch ein Fahrzeug, oder? Ja. Irgendein Fahrzeug zum Rausziehen. Ja, ich glaube, den Fleetstar werde ich jetzt auch zurücksetzen können. So, ich würde jetzt mal gucken, was es an schönen Aufgaben gibt, die mir vielleicht Freude bereiten könnten. Über den Fluss. Schiebeplan auf Flieger. Ich würde jetzt. Nö. Ich glaube, ich werde jetzt mal rüberfahren zu den Felsbrocken. Und die Ersatzteile hinbringen. Ich weiß gar nicht, ob die Ersatzteile brauchen. Aber ich finde den. Bei den Felsbrocken brauchst du zwei Ersatzteile. Okay. Die kannst du dir unten an der Spedition holen. Ja. Okay, da. Musst du dir dann überlegen, ob du durch das Stück Wasser durchfährst oder diese kleine Umleitung. Ich würde versuchen, mich durchzuziehen an den Bäumen. Gut, wenn du da lang fährst, dann kommst du danach auch zu dem Auto. Ja, vor allen Dingen, dann würde ich da runter zu dem Upgrade anschließend auch fahren. Weil das sieht, glaube ich, so aus, als wenn du da einfach nur runterrutschen musst, dann wärst du da im richtigen Winkel. Naja, du kannst doch von vorne die Straße lang fahren.
Aber ich würde mir erst noch hinten den ja, CK 15 holen. Ich mach den Weg frei, hol das Auto und hol danach das Dings unten. Weil das Dings unten sieht aus, als wenn ich da runterrutsch und dann sowieso mich bergen muss, wenn ich da mit dem Truck rumfahre. So, das Ding muss zum Lagerhaus. Dahin Schiebeplanen Auflieger. Okay, der muss da nur weggezogen. Einmal die ganze Straße rumgefahren werden. Das klingt nach einer Mission für mich. Die ist so kacke, die mache ich. Der Frustlevel sollte noch nicht hoch genug. Nö, die ist okay. Es ist halt nur einmal die komplette Strecke hoch zum Portal und dann vom Portal aus quasi die halbe Strecke wieder zurück. Okay. Dann halt mit Anhänger. Hier liegen jetzt Ersatzteile beim Dings zu mitnehmen. Hab's ja aus Versehen manuell geladen. Achso. Gepfuscht hat er. Gepfuscht. Ich fusche nicht. Ich mache Dinge nur interessanter. Auf Dauer wird das Stückchen Straße hier aber auch nicht besser. Ach, das ist. Wir müssen einfach nochmal mit einer fetten Walze drüber fahren, dann geht das schon. Alles, was gut angewalzt ist, funktioniert. An diesen ich bin sicher, wenn ich das irgendwann mal für YouTube schneide, dann irgendjemand freut sich. Ach, die Pfütze meinst du, ja. Ja, die ist ein bisschen garstig gewesen. Aber wenn man ganz auf der Hausseite lang fährst, geht's. Musst du nur aufpassen, dass vorne erstmal ein Loch. Ja, ich muss vor allen Dingen immer den Allrad wieder anschalten. Den habe ich eigentlich fast immer drin, nur jetzt gerade nicht, um Sprit zu sparen. Weil ich jetzt eh gerade hier über den Damm fahre. Richtig, das habe ich. Bei dem schon wieder regnet. Ich habe gerade auch die Straße genutzt, da brauche ich kein Allrad. Da wird dann einfach hardcore unter Radantrieb gefahren. Ja, hier ist noch ein kleines Stückchen Schlamm. Komm. Und noch das Stück hoch, dann bist du da. Ich weiß nicht, ob es eine Animation gibt, aber Straße wird jetzt gleich frei sein. Nein, gib nur Geld. Gibt Cash in die Tash. Sorry, Laptop abgekackt. Jetzt geht's wieder. Alles klar, dann willkommen zurück. Und für den abgekackten Laptop brauchst du dich nicht entschuldigen. Das passiert. Sollte nicht passieren, aber passiert halt. Da kannst du nichts dran ändern. Ich glaube, das Spannendste, was du
verpasst hast, war, dass wir den International 4070A aus dem Sumpf geholt haben und jetzt gerade hier das Stück Straße freigemacht haben, um da drüben zum CK hast du nicht gesehen zu fahren. 1500, ja. Und ich mein Fahrzeug mal wieder optimal benutze. Jedes einzelne Detail meines Fahrzeugs wird benutzt. Insbesondere die Motorenbeschaffenheit. Muss es das Fahrzeug sein. Warum ist da ein Baumstamm? Drin in der Werkstatt, raus aus der Werkstatt. Ich weiß doch auch nicht, weil ich du. Das unterschreibe ich dir. Ich weiß gerade nicht, wo ich bin, aber das ist fast genauso lustig. Okay, der kann gut sliden. Was hast du jetzt für einen? Den neuen? Das ist jetzt der CK15. Achso. Der andere nicht auch so ein Ding? CK 1500? CK... Ach, das ist der gleiche wie der Anfangswagen. Ja. Ja komm, dann kannst du ja eigentlich... Gucken wir mal, wo ist der Unterschied zwischen den beiden? Beide sind Standardausrüstung. Tschüss, war schön mit dir. Kannst du einfach schabärbeln. Mensch. Danke für das Geld, aber danke. Jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Ich habe hier einen Truck und ich habe da einen Weg nach unten. Der brüllt wie ein Löwe. Und ja, das ist der Weg. Steine. Zu schnell drüber bretterst, zack, geht was kaputt. Fast wie wenn du in die Leitplanke fährst. Zu langsam drüber, passiert gar nichts. Gut, ich korrigiere meine Aussage von eben. Rückwärts den Berg runter war ein Schiss dagegen. Spätestens jetzt bräuchte ich neue Hose. Baumstumpf. Ja. Diese Baumstümpfe stehen überall. Ich muss dann doch nochmal gucken, wo ich hin muss. Ich hätte doch den Weg Chevy nehmen sollen. Serpentinen, bis der Arzt kommt. Guckt ja nicht, wo ich bin und was für Serpentinen ich hier fahre. Mit dem Fleetstar. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist, dass du mit der Karre hier runterfährst. Ich mache ja sonst alles mit dem Tiger, das ist in etwa vergleichbar. Damit mache ich auch die ganzen Aufgaben für die kleinen Autos und so. Bin da relativ schmerzbefreit. Road closed. Tut sich ein... Was, hier ist noch ein Bridge. Ein Allradantrieb habe, dann ist zumindest irgendeiner der Antriebe noch irgendwo. So, wo muss ich hier hin? Muss ich da runter? Ne, da drunten ist das Ölfass. Ich muss ein Stück weiter nach vorne oder runter. Machen wir uns da mal einen Marker. Und erfreuen uns mal den Weg da lang. So, jetzt war es Zeit fürs Allrad hier oben, sonst kam er jetzt nicht mehr hoch. Aber ich muss ihn hier hochhügeln. Trotzdem ist es Zeit für mich. Ich wünsche noch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, alles klar, dreckiger Hund.
Ich danke dir fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und ich hoffe, du hast eine gute Nacht. Nee, echt jetzt? Hänge ich hier? Weil ich die den Auflieger hinten noch drauf habe. Ja. Fest, ich bin gerade dann doch noch den Berg runtergerutscht. Das muss ich jetzt gleich alles wieder zurückfahren. Also LKW-Fahrer wäre jetzt auch nicht mein Traumjob so auf Dauer. Hin, her, hin. Nee, so komme ich da nicht raus, glaube ich. Was denn, wenn ich den Hintern da hochziehe? Du hast dich doch eben beschwert, dass du dich verkeilt hättest, oder? Nur ein bisschen, hm? Gut. Was hältst du von folgendem? Am Heck ein Baum und in der Seite zwischen Fahrerkabine und Auflieger ein anderer Baum. Das ist ordentlich. Das ist okay. 20 Meter vorm Upgrade. Kannst du dich irgendwie seitlich zerren, ne? Da muss ich den Berg hochzerren. Ich glaube, ich habe hier nicht wirklich eine Chance. Schade. Sie waren nah dran. Aber haben wir da nicht doch irgendwo irgendwas anderes, was man währenddessen machen kann? Das Schlimme ist, ich muss ja hier mit dem Hänger wieder hoch. Oh Gott. Da ein Schiebeplan aufliegen. Geht's da nicht da lang? Achso, zu diesem komischen Haus. Ah ja. Der will da unten ein was raushaben? Alter. Wie ist der da überhaupt reingekommen? Ja, eine Frage, die man den Leuten hier echt mal stellen sollte. Lieferung zum Lagerhaus. Wo ist das Lagerhaus? Da ist das Lagerhaus und die wollen da hinten den Schiebeplan. Okay. Was meinst du, Werkzeuglieferung? Den mache ich gerade. Ja. Bei Werkzeuglieferung bin ich gerade dran, mit Glück. Also ich bin kurz vor der Werkzeugfracht, hoffe ich. Ja, da sind dann noch. Aber den Spaß dann retour wird sportlich. Betonplatten zu Nortons Haus da hinten. Hatten wir da hinten nicht? Nee, das sind keine Betonplatten, das sind nur Dings, verdammt. Gott, hier komme ich doch nie mit dem Anhänger hoch. Kraftstoffförsterhaus. Das könnte vielleicht klappen. Never ever. Ich komme ja runter schon kaum. Ach, du kriegst das hin. Ansonsten soll ich vorbeikommen, dann machen wir einen Roadtrain. Ja, ich probiere es erstmal und dann, wenn ich schreie ich laut, wie immer mit wedelnden Armen und so. Zum Bohrplatz Verbrauchsgüter, die werden dann aber auch nicht gerade so optimal. Ach ja, und die ganzen Ölfässer, die hier rumliegen.